Sie installieren am Handy bzw. Tablet Vuforia View, starten dann die Applikation, wechseln hier rechts in den Scan-Modus. Es wird dann hier dieses grüne Quadrat angezeigt. Dann klicken Sie oder gehen Sie auf diesen QR-Code. Dabei wird dann der Service Experience eingestellt, der Experience Server eingestellt, wechseln in die Bibliothek, hier oben rechts ins Register Bibliothek, und Sie sollten dann hier die Ansichten vorfinden. Einfach anklicken, mit dem Finger auswählen, und Sie erhalten wieder so ein Quadrat bzw. Rechteck. Das halten Sie über Ihre ausgedruckte Zeichnung. Es wird die Experience geladen, und jetzt können Sie durch Klick auf die jeweilige Ansicht sich das 3D-Modell erstellen lassen. Das wird über Augmented Reality im Raum projiziert. Sie können sich dann hier die einzelnen Seiten des Modells anschauen, damit Sie sich vorstellen können, wie das ausschaut. Herausfinden, welche Kanten sind sichtbar, wenn man von oben, von vorne, von rechts, von links, von unten hier drauf schaut. VA kennzeichnet immer die Vorderansicht. Und durch einen Klick auf das jeweilige Modell wird selbiges geladen, und Sie können es sich genau anschauen, um das Modell rundherum wandern, sich die Ansicht von hinten anschauen, verdeckte Kanten suchen, so dass Sie leichter Ihre Grund-, Auf- und Seitenrisse der jeweiligen Modelle erstellen können. Im Modell 1 wird auch gezeigt, wie diese Ansichten entstehen. Indem Sie auf Erstellen der Ansichten klicken, werden die sichtbaren Kanten jetzt in der Voransicht gezeigt und über Parallelprojektion auf das Blatt projiziert. Grundriss, die Kanten werden dargestellt und in den Grundriss projiziert. Auch die verdeckten Kanten werden eingeblendet und in den Grundriss projiziert. Der wird dann um 90 Grad verdreht auf das Blatt projiziert. Dasselbe für die Seitenansicht. Sichtbaren Kanten werden dargestellt, in Parallelprojektion projiziert. Auch die verdeckten Kanten, hier diese drei, werden dargestellt, in Parallelprojektion projiziert, dann um 90 Grad verdreht. Und so entstehen die Ansichten, in dem Fall Grund auf Seitenriss, dieses Bauteil 1.